Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute präsentiere ich euch mal ähm, in einer anderen Art und Weise meine Review zu ähm, Die Tribut von Panem, das Lied von Vogel und Schlange im Originaltitel The Ballad of Songbirds and Snakes. Ähm, dieser Roman wurde 2020 ebenfalls von Susan Collins geschrieben und halt eben jetzt im 2023 als Film präsentiert. Ähm, Protagonist des Filmes sowie im Roman ist ähm, aus der bekannten Panem-Triologie der spätere Präsident ähm, Snow, der halt jetzt in diesem Prequel 18 Jahre alt ist und im Mittelpunkt der Handlungen der zehnten Hungerspiele halt eben spielt. Somit ähm, ist die ganze Thematik 64 Jahre vor dem ersten Band der Originaltrilogie ähm, ja, zu sehen, in dem Katniss Everdini, halt eben bei dem 74. Hungerspielen, sich freiwillig als Tribut meldet. Wie schon gesagt, ist der Roman 2020 erschienen ähm, und ja wurde halt eben jetzt nach einer langen Drehzeit ähm, endlich 2023 herausgebracht. Also ich bin mit einer hohen Erwartung reingegangen. Ich habe das Buch gelesen, fand es ganz toll und ähm, für alle, die sich vielleicht ähm, vornehmen, in diesem Film zu gehen. Ich denke, es ist von Vorteil, wenn man das Buch gelesen hat, wenn man die Panem-Reihe noch gar nicht kennt. Ansonsten vielleicht vorher noch mal die Tribute von Panem-Teilen ansehen, damit man da halt so ein bisschen thematisch drin ist. Wie schon gesagt, geht's hier um den 18-jährigen baldigen Präsident Snow, der aus 24 Studenten seiner Akademie im Kapitol, er lebt halt im Kapitol, als als Mentor ausgewählt wird, um bei den zehnten Hungerspielen zu fungieren. Ähm, letztendlich will ich euch gar nicht viel zu der Thematik ähm, erzählen, weil ich euch da einfach nichts wegnehmen will. Fakt ist auf jeden Fall, dass halt ähm, der Snow Lucy Gray Bird aus dem Distrikt 12 zugewiesen bekommt und der Hauptaugenmerk ist nicht wie äh, in den 74. Hungerspielen, dass die Tribute überleben sollen, sondern es sollen eigentlich Attraktionen sein einfach aus dem grund weil die zuschauerzahlen aktuell bei den 10. hungerspiel so ein bisschen abfallen weil die rebellen sich aufbäumen und halt viele da nicht mehr so ähm, ja hinterstehen und deswegen halt eben ähm, da das ganze jetzt ähm, ja neu aufgezogen werden soll um das ganze mal wieder interessanter zu machen ähm, genau, also Rachel Siegler spielt die Lucy Gray Bird, vielleicht vielen bekannt aus West Side Story äh, 2021. Sie hat jetzt bei Shazam, glaube ich, mitgewirkt und Tom Bliss spielt den President Snow, der allerdings noch recht unbekannt ist. Ich habe äh, den jetzt nur von Robin Hood auf dem Schirm und das auch aus dem Jahre 2010. Ähm, genau, zur Handlung, wie gesagt, möchte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, außer dass, ähm, ja, das Ganze halt eben so aufgezogen wird, dass äh, die Lucy Gray sehr viel singt. Das ähm, wusste ich natürlich aus dem Buch. Äh, ich war mit der Familie im Kino, die gesagt haben: hm, ähm, finde ich jetzt nicht so gut, eher musical-artig, aber ähm, ja es ist halt schwierig, ne? Sie wurde dann natürlich bekannt durch West Side Story und hat da natürlich so einen kleinen Vorteil, ist aber halt eben auch ähm, interessant, weil ähm, die Ursprungsfamilie, also das soll ja Ganz, ganz weit, wenn man die Bücher gelesen hat, soll sie ja ähm, die, die Vorfahren von Katniss sein. Ähm, beispielsweise kommt auch eine Hommage an Katniss Everdeen in einem Film vor. Und ähm, ja, die haben halt früher auch viel gesungen. Deswegen auch diese Überschneidungen, dass äh, die Katniss halt äh, sehr viel pfeift und auch die Verbeugung. Und genau, das äh, hängt natürlich da zusammen. Und deswegen halt da die kleine Info, dass ähm, das Lesen der Bücher halt vorher vielleicht ähm, ein bisschen, ja gut werden, um den Zusammenhang zu bekommen, weil ähm, einige haben gesagt, es hat ihnen gar nicht gefallen, andere fanden ihn ganz gut und ich fand den Film wirklich ganz toll. Ich fand ihn sehr sehr gut gemacht. Ähm, also wie man halt einfach sieht, diese dieser ähm, ich komme gar nicht aufs Wort. Ähm, Entwicklung zu den Zehnten und dann zu den 74. Hungerspielen, wie die Technologie weiterentwickelt wurde, wie die Spielemacher agieren, ähm, dass da halt wirklich an Tablets jetzt irgendwie noch agiert wurde und die später dann wirklich so ein ganzes Büro haben, wo die die Arena elektronisch steuern können. Und hier jetzt in den Zehnten Hungerspielen wirklich alles sah aus wie das Olympiastadion, so nach dem Motto: es war wirklich eine Arena, die noch komplett auf Stein gebaut worden ist und im 74. also in den 74 spielen das ist dann halt nur noch computer animiert wo die ähm, dann halt einfach wie so ein ja so so ein elektrofeld haben wo die halt eben nicht raus können und ähm, das fand ich wirklich ganz ganz cool gemacht ähm, dass man halt da einfach die entwicklung gesehen hat ich fand super dass die ganzen ähm, die ganzen Punkte, die halt bei Tribute von Panem ähm, in der Originaltrilogie verwendet worden sind, halt eben jetzt in das Prequel mit eingeflossen sind, ähm, wie zum Beispiel auch das Lied The Hanging Tree, wurde natürlich oder durfte nicht vergessen werden. The Hanging Tree ist da tatsächlich jetzt auch erstmals wirklich äh, präsentiert worden, sodass man einen Bezug dazu hatte. In den anderen Teilen singt Katness ja immer nur davon und jetzt hat man halt so eine Vorstellung, ähm, ja, wie er aussieht und auch die Spotttölpe, die in den Originalen. Ähm, ähm, sagt schon in den originalen Filmen, was heißt Originalen, also in der Trilogie halt eben thematisiert werden, heißen hier beispielsweise Schnattertölpel, weil die ursprünglich eingesetzt worden sind, um ähm, Gespräche abzuhören und zu lauschen, um da halt einfach seine Feinde so ein bisschen auszuspionieren. Und, ähm, ja, genau das ist halt einfach so. Das fand ich sehr, sehr schön. Und für mich ähm, war halt einfach das absolute Highlight, dass, ähm, ja die letzte halbe stunde halt einfach ähm, der landschaftspark so in seiner hülle und fülle in den zehn bildern wo halt gedreht worden ist äh, vollkommen genießbar ist und ähm, ja ich habe da halt gesessen und habe gegrinst deswegen hat der film mich halt einfach auch ähm, so sehr interessiert und ich äh, fand es war sehr gut in szene gestellt distrikt 12 im landschaftspark äh, zu drehen und hat mir gut gefallen auch hat mir tom bliss der den präsidenten snow spielt ähm, Super gut als Schauspieler gefallen. Also, man ähm, sieht halt einfach so, wenn man das Buch liest und auch die anderen. Also, es gab ja mal einen Punkt, wo er auch nett war und das ist er halt zu Anfang auch. Und ähm, wegen verschiedener ähm, Sachen, die halt so im Laufe des Films, äh, ähm, ja, vorkommen und er dann halt auch so ein bisschen Macht spürt ähm, und auch gepusht wird, weil er beispielsweise, ähm, er versucht mit gewissen Ideen für die Spielemacher seine, ähm, sein Tribut, also Lucy Gray, ähm, ja, zum Überleben zu bringen. Beziehungsweise, anders gesagt, er schlägt den Spielemachern Ideen vor für die Hungerspiele, zum Beispiel, ähm, wie man ja halt in der Trilogie sieht, ähm, halt Nahrungsmittelgewinne ähm, für den. Für für das Siegerdistrikt oder das Siegerdorf und Preisgelder und halt eben auch, ähm, dass ähm, die, die Mentoren denen in die Arena irgendwelche Sachen mit einbringen können. Das sieht man halt alles in diesem Film, weil der auf die Idee kam, einfach nur aus dem Grund, ähm, weil er Lucy Gray helfen wollte zu überleben. Das war die eigentliche Intention dahinter, diese Ideen vorzuschlagen und dass diese Ideen, die da halt eben von den Spielermachern aufgenommen wurden und dann später in den was ähm, heißt später also chronologisch natürlich früher in den Tribute von Panem Trilogie als Buch beziehungsweise vier Teile halt eben mit Katniss Everdeen ähm, ja wiedergespiegelt wurden und da auch die Entwicklung ähm, wie das ganze dann äh, zu den zu den in die Arena kommt, ähm, dass das natürlich noch alles auf, ausgereift werden musste und ähm, auch die ganze ähm, Pragmatik, dass da wirklich einfach nur eine Mistgabel lag und ähm, ein Schwert oder so und jetzt nicht wie bei der Kenntnis Pfeil und Bogen und dass die halt ihre, ihre Vorteile irgendwie ausarbeiten konnten oder die, ähm, die gewisse Zeit hatten, um sich zu präsentieren. Das war halt da gar nicht. Ne? Also die wurden gewählt, dann kamen die zu dem Punkt, wo die halt eben präsentiert wurden wie so ein paar Tiere im Käfig. Und einen Tag später sind die dann halt in die Arena gezogen, ohne große Vorbereitung und um große Behai und Prestige, so wie das halt jetzt in den, ähm, in den Tributen von Panem mit Katniss halt eben war. Ne? Das fand ich sehr, sehr interessant und haben mir echt gut gefallen. Und ähm, ja, für mich auf jeden Fall ähm, eine ein absolute Empfehlung für diesen Film. Ich ähm, lege euch den nahe, schaut euch den auf jeden Fall an. Und mir hat er sehr gut gefallen. Ich hoffe auf den Teil 2, ebenso wie ich auf den Band 2 von dem Buch hoffe. Ähm, ich fand die Umsetzung des Buches zum Film gut gemacht. Es waren natürlich mal immer wieder so ein paar Sachen, wo ich mir denke: Ja, natürlich ähm, haben die das verändert, um da halt einfach auch ein bisschen mehr Schwung mit reinzubringen. Fand ich an manchen Stellen aber auch gar nicht so schlecht. Einige Sachen fand ich äh, im Buch besser als wie im Film, aber grundsätzlich fand es, war, war es auf jeden Fall ähm, ein, eine. Eine gelungene ähm, Adaption des äh, Romans, ähm, die verfilmt worden ist. Also, wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und ähm, ja, der nächste Film, der ansteht, ist Thor 10. Der kommt ja am 30. November. Und ähm, ich bin gespannt, dazu bekommt ihr natürlich auch eine Review. Ich gehe mit ebenso hohen Erwartungen rein, wie ich in die Tribute von Panem reingegangen bin. Ich wurde bei den Tributen nicht enttäuscht und hoffe sehr, dass ich es bei Sword 10 auch nicht werde. Und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif demnächst dann wieder mit Video. Und ja, lasst einen Daumen da und habt Spaß, wenn ihr den Film schaut. Bis dahin, liebe Grüße und ciao!